Bevor ich nach Rio flog, wurde ich gefragt, was willst du in Rio machen? Meine erste und spontane Antwort war, ich will in eine Favela. Alle schlugen die Hände über den Kopf zusammen und ich wurde gewarnt, niemals darfst du in eine Favela gehen. Ich ließ es auf mich zukommen. Ich würde sogar Abstriche machen und mit einer Touristentour mitlaufen, obwohl ich ja sonst nicht dieser Touristengänger bin und eigentlich auch keine Angst habe unterwegs. Aber es nützt nichts, manchmal muss man halt Abstriche machen. Also buchten wir dann doch eine Touristentour im Hostel in die größte Favela Südamerikas, Hosinia. Und jetzt sitzen wir hier in dieser Touristenkutsche mit getönten Scheiben auf dem Weg in die Favela. Ich glaube, so langsam kommen wir in die Nähe, denn schaut mal, die Mauern hier mit dem Stacheldraht, die Menschen schützen sich hier. Jetzt sind wir da ausgestiegen und ich habe noch mehrmals gefragt, ob ich auch wirklich die Kamera auspacken kann. Ja, wurde mir gesagt, okay, dann mache ich das. Ein bisschen mulmig ist mir schon zumute. Irgendwie sieht hier alles ganz normal aus, oder? Menschen, Tiere, vielleicht etwas eng. Jetzt stehen wir hier auf einer Dachterrasse. Wir sind jetzt durch diverse kleine Gässchen gelaufen, auf ganz, ganz kleine Treppen hoch und durch diverse Räume haben wir uns geschlängelt und jetzt stehen wir hier oben bei mindestens 40 Grad in der Sonne. Wow, schaut mal, Hosinia erstreckt sich über diesen steilen Berghang und wir haben einen super Blick über die ganze Stadt. Es ist so krass, wie dicht Arm und Reich hier nebeneinander wohnen. Es wird geschätzt, dass ca. 250.000 Menschen hier leben. Jetzt sind wir im besten Bäcker der Favela. Ich habe mir ein Acai gekauft. Wenn wir hier so lang laufen, müssen wir ganz schön aufpassen. Ich laufe nämlich in Flipflops und es gibt kein Abwassersystem. Das heißt, hier fließen diverse Fäkalien entlang. Übrigens kommen die Einnahmen aus diesem Favela-Tours den Menschen hier zugute. Zum Beispiel wird hier dieser Kindergarten oder eine Schule finanziert. Irgendwie habe ich es mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Eher so ähnlich wie in Südafrika in den Townships, so Blechhäuser und so. Wir laufen hier übrigens die ganze Zeit durch diese Gassen, bestimmt schon eine halbe Stunde lang. Und alle paar Meter hält unser Guide an und sagt, wir sollen bitte die Kameras ausmachen. Dann laufen wir an jemanden vorbei, der ein Maschinengewehr in der Hand hat und dann dürfen wir die Kameras wieder anmachen. Ab und zu drängelt sich sogar ein Moped hier vorbei. Also eigentlich fühle ich mich hier überhaupt nicht unsicher. Ich finde sogar, dass die Menschen, die hier leben, noch viel mehr Freunde und viel mehr Kontakte haben, als wir in unseren verschlossenen Häusern in Deutschland. Jetzt ist wieder so eine Situation, wo wir die Kamera ausmachen müssen. Please, fellows, please, camarades. Jetzt hat uns unser Guide nochmal in eine Art Imbiss geführt. Der Geschäftsführer ist ein Marathonläufer, der hier lebt, der schon viele Medaillen hier zu hängen hat und sogar einen Zeitungsartikel vorweisen kann. Er erzählt uns ganz viel und ist ganz stolz. Er war auch schon in Deutschland beim Marathon. Ja.
wir hier sozusagen auf der Main Street angekommen. Die Main Street ist hier die Hauptstraße und die einzige Straße. Die Straße, wo auch Autos fahren können. Mein Fazit zur Favela: anders als erwartet. Ich hatte erwartet, dass ich vielleicht Angst bekomme, dass ich unheimliche Menschen sehe, aber das ist alles nicht passiert und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich glaube einfach, die Favela ist so berühmt, weil sie hier im Süden von Rio sich befindet, inmitten dieser wohlhabenden Gegenden, wo Ipanema und Copacabana sich befinden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Rio de Janeiro Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Hier oben links in der Ecke.